Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Manorlords. So, wir werden mal etwas testen. Denn wir haben ja massig Probleme mit Nahrung, also werden wir jetzt hier mal auf, so, hier, ne? Hier. Und dann versuchen wir mal hier drüben vielleicht größere Häuser zu bauen. Vielleicht hilft ja das. Ich weiß es nicht. Zwei Baukosten. So, wir machen mal richtig große Hofstätten. Wir machen die mal bis hier runter. So, dann bis hier rüber. So. Und dann machen wir da nur zwei rein. Ja? Also das werden richtig große. Wisst ihr was? Wir machen da sogar nur eine rein. Richtig hart. Ja? Baue er. Ja, möge er jenes bauen, dann werden wir mal hier auf Straßen gehen. Können wir gar nicht? Wir können innerhalb unseres Geländes gar keine Straßen bauen, oder was? Hier. Auswahl, drehen, platzieren. Steueramt, Garnisonstour, Außentour, Mauern. Ah, Straßen errichten. Hier, schaut mal. Ah. Und dann, hoffen wir, dass das geht. Dann werden wir hier mal richtig schön an der... Richtig schön an der Mauer entlang. Werden wir da mal eine Straße errichten. Wir werden die sogar hier weiter runter errichten. So, zack. Und dann können wir da unsere... Somit mache er... Sehr schön. Ja. Sehr. So, dann haben wir den hier. Da hoffen wir auch, dass relativ zügig angebracht wird. Da können wir jetzt mehr Leute reinsetzen. Personen allgemein. Wir können da natürlich keinen Ochsen oder so zuweisen. Wir können da auch kein Pferd zuweisen, was ich tatsächlich relativ traurig finde. Ja. Und was wir vielleicht tun könnten. Aber ich weiß auch nicht, ob uns das etwas bringt. Wir könnten hier auf alle Fälle noch Häuser errichten. Ja, werden wir mal machen. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Vielleicht hier so rüber. Hier. So. Ja. Sieht relativ lustig aus. Come on, Lady. Come on. Das könnten wir mal machen. Einfach nur, weil ich jetzt tatsächlich finde, dass das... Nee, geht nicht. Geht nicht. Okay, so, wir machen das mal so. Schauen wir mal, was da bei rumkommt. Können wir keine Häuser hinsetzen. Das ist schon extrem traurig. Dann werden wir das hier gar nicht umzäunen dürfen oder... Hätte man das andersrum machen müssen, das weiter nach außen, das ist schwierig, ne? Naja, gut, man wird sehen. Ne? Da unten lassen wir jetzt mal bauen. Diese Riesenhofstadt. Werden wir jetzt mal bauen lassen. Hier oben werden wir auch ein bisschen bauen lassen. Da werden wir mal gucken, wir könnten hier auch nochmal so ein Lagerhaus hinsetzen. Ne? Und natürlich dann auch hier so ein Ochsenkarren. Können wir natürlich auch, ne? Dann schauen wir mal, ob uns das in irgendeiner Form hilft. Ja, und dann können wir dem Förster sagen, hier Förster. Keine Ahnung, mach das mal hier. So, da kannst du jetzt ein bisschen anpflanzen. Muss ja nicht immer ums Haus rum sein direkt. Ja, wie das hier aussehen wird jemals. Ich habe keine Ahnung. Eine Familie leidet Hunger. Ja, das ist... Ei, das ist so eine Sache, ne? Ja, ich würde gerne... Ich würde das gerne beschleunigen, wenn irgend möglich. Denn hier aus erweitert. Oh, da ist ja gar keiner drin. Das machen wir jetzt gleich mal.
Da werden wir direkt einen Bullen mit einsetzen. 8 Essen, 11 Essen, ja, ein bisschen Brot kommt rein, ein bisschen Brot geht raus. Bären auch immer eine uncoole Sache. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier jetzt einfach nochmal jemanden mit reinsetzen? Ja, es ist November, also das hilft uns sowieso nicht lange. Ja. Wenn, dann hilft uns das sowieso nicht lange. Da sind ja auch schon 2 Leute drin. Ja, ja, ja. Okay, Mehl, Korn. Da gibt es einfach absolut nichts zu tun. Da, da, Erste. Ein Feind erhebt einen Anspruch auf Immenreuth. Das sind wir. Nein. Ah ja, mhm. Das wird bombastisch. Aha. Ja, da ist fehlende Ausrüstung. Ja, wir kriegen hier nichts mehr rein, ne? Das ist. Ja, also Immenreuth, das geht gar nicht, ne? Das sind wir, nee. Kaufen wir eigentlich weiß gar nicht feindliche Einheit gesichtet, ich glaube das ist direkt sind das für welche oh Gott hier alle. Hier. Da laufen sie ein. Oh, jetzt werden. Oh Gott. Ja, Kinders, ich glaube, das überleben wir nicht. Ja, Schlacht um Immenreuth am Siegen. Wir sind nicht am Siegen. Das sehe ich. Das sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Söldner, Infanterie. Wir haben ein paar Geld. 50 können wir uns. Wir können uns nochmal. Ja. Ich persönlich glaube nicht, dass uns das jetzt noch retten wird. Ja, wenn ich ehrlich bin. Die sind irgendwo am ADW, kommen die raus. Keine Ahnung, wo die sein werden. Wenn die denn hier irgendwo sein werden. Ah, da oben irgendwo. Ja, super. Das schaffen die eh nicht mehr. Da sehe ich schon die ersten 36 Bogenschützen. Leichte Söldner Infanterie. Ja, bin mir da jetzt irgendwie gerade nicht so sicher. Aber was haben wir denn noch? Wir haben nichts mehr. Wir haben Bögen. Können wir überhaupt noch? Ich glaube, wir können gar nicht mehr, oder? Nee. Wir können. Ja. Können wir die irgendwie zusammenlegen? Schlossalarm zurückziehen. Halten. Wenn wir die jetzt nehmen und sagen, okay, Einheit auflösen. Nee. Hilft ja nicht. Hilft ja alles nicht. Ja. Wir hätten die ja komplett. Hey, große Schilder, ne? Wir bräuchten Speere wie bekloppt. Was denn? Hast du Schuster, Fischler? Ja. Allgemein, hör doch mal auf, Schilde zu produzieren. Machen wir das da. Ja.
Dann können wir mal gucken, wie das... Aha. Oh, ich gehe auch hin, das ja, ich... Alter. Beim Versammeln, hä? Ja. Auf die. Auf die. Ja, die sind... Ja, wir haben auch einfach nicht genug Leute. Ja. Ja, das ist... Ich denke, das wird unser Ende sein. Boah, nach 10 Minuten. Mal gucken, ob wir das irgendwie... Nächste Zahlung, 29 Tage. Ja, das ist... Und die feuern von hinten halt natürlich schön rein, ne? Ganz klar. Wir werden das beschleunigen. Wir lassen das jetzt einfach mal schnell durchlaufen, denn ja, das wird so wohl nichts werden. Also, gucken wir mal, was da... Aber das sieht total schlecht aus. Wir lassen das einfach nochmal doppelt so schnell durchlaufen, weil, ja. Oh, ich befürchte, da werden wir... Mal schauen, wie wir das machen. Da haben sie... Da haben sie uns niedergemäht. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Was schon wieder feindlich einer gesichtet? Was ist... Ja, da hauen die leichten Söldner ab. Die anderen werden niemals pünktlich kommen. Never. Also, ja. Und jetzt ziehen sie hier durch und brandschatzen uns wieder. Waren geplündert, Feuer, ja, wisst ihr was? Wir werden laden. Ja, wir werden, ach, eiskalt, wir werden laden. Ja. Und, dann werden wir mal schauen, ob wir unsere Truppen vielleicht anders aufstellen können. Ja. So, meine Lieben, und nochmal der liebe Reiteri aus dem Schnitt, ja, wir werden das auch jetzt ein bisschen schneller machen, denn ja, erstens habt ihr das schon gesehen und zweitens ist er da richtig intelligent, denn er schafft es natürlich nicht nur nicht seine Truppen aufzustellen, nein, er schafft es auch nicht mitzubekommen, dass er überhaupt angegriffen wird, ja. Das ist absolut hervorragend. Also die Besitzansprüche an sich, die da gestellt werden, die wird er nicht wirklich wahrnehmen. Und deshalb lassen wir das jetzt ein klein wenig vorspulen mit einem wundervollen Voice-Over aus dem Off. Denn ja, das will sich keiner antun. Aber die Ihr seid besiegt Zwischensequenz, die werden wir uns danach natürlich angucken. Und ihr werdet an der Reaktion merken, dass er keine Ahnung hat, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Das ist wunderbar. Jetzt kann man oben links den Balken sehen. Der läuft auch richtig schön schnell durch. Also dann viel Spaß bei der Zwischensequenz. Bis gleich und ciao. Okay. Zwischensequenz. Ihr wurdet besiegt. Hä? Hä? Kam da gerade irgendwo ein Anspruch und ich habe ihn nicht gesehen? Schick. Wir müssen... Machen wir es halt doch mal, ne? Es ist, ne? Wir können es ja auch noch fünfmal machen, wenn es wirklich sein sollte. Hier. Wir fangen hier an. Wir gehen
Und auch hier werden wir uns das jetzt nicht geben, dass wir da in normaler Geschwindigkeit zugucken, wie der Mann zum x-ten Mal die gleichen Sachen wieder macht und wieder macht und wieder macht, denn das hat an sich überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, mein Voiceover reicht euch aus, um trotzdem unterhalten zu sein. Ja, da macht er natürlich gleich mehr und ja, vielleicht funktioniert das und vielleicht haut das hin. Und nein, es funktioniert nicht und nein, es haut nicht hin. Und ja, und wir werden auch den Kampf, der sich im Nachhinein deutlich länger zieht, auch den werden wir wahrscheinlich mit einem kleinen Voiceover unterstützen. Ja, wir gucken uns das an, wir tun uns das an, da hören wir schon die Kirchenglocken. Ja, dieses Mal kriegt er wenigstens mit, dass ein Anspruch gestellt wird. Das ist ja auch schon mal unglaublich schön. Wir freuen uns da sehr darüber. Wie gesagt, der Kampf zieht sich sehr lange, weil er denkt, es würde einen Unterschied machen, ob man High Ground hat oder nicht. Und dann wundert er sich noch ein bisschen, warum denn diverse Dinge nicht funktionieren. Aber das werdet ihr alles sehen und ich werde das, wie gesagt, mit dem Voiceover unterstützen. Also dann bis gleich, ne? Okay, und dann hoffen. Aha, hier. Briganten, die laufen dahinter. Okay. Okay. Ey, es ist... Also, wir können jetzt hoffen und dann können wir schauen und dann... Wenn es nicht funktioniert, weiß ich nicht. Früherer Spielstand oder... Keine Ahnung. Nochmal hoffen, dass wir hier irgendwie aufbauen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Da nähern sie sich durch den Wald. So, wir beiden... Entschuldigung, Hüsterchen. So. Und ihr Feuer frei. Also wenn ihr die seht, dann könnt ihr gerne anfangen zu schießen. Ja, wir werden nirgendwo... Nein, wir werden halten. Ich glaube, die Bewegung, um die Formation wieder herzustellen. Ja, so ist gut. So, und ab jetzt sind wir so weit, dass wir wieder im Voiceover gelandet sind. Das wird wundervoll und hervorragend. Wie ihr sehen könnt, werden da jetzt diverse Dinge gemacht. Ja, also er setzt die Leute in verschiedenste Formationen. Er guckt mal, wie da geschossen wird. Muss dann allerdings leider feststellen, dass die Bogenschützen unseres Gegners oder seines Gegners in dem Fall deutlich besser sind, was Schießen angeht. Ich weiß nicht, bis jetzt nicht, wie man am besten seine Bogenschützen aufstellt, ob wirklich High Ground was damit zu tun hat oder nicht. Wie man die Formation ein Stückchen weiter auseinanderzieht, habe ich ehrlich gesagt auch noch überhaupt keine Ahnung. Aber alleine schon, wenn man sich die Größe der Heere mal anguckt, die sich da gegenüberstehen, sieht man, dass das alles wird nur... nichts wirklich, wirklich Gutes. Ja, da kann man es sehen. Also die Heere verschieben sich. Ja, er wird da jetzt noch diverse Male gucken und machen und tun. Und wenn dann die letzten Soldaten... Ja, also ich finde es an sich, finde ich das System nicht schlecht. Ja, das muss ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Auch wie die Gegner agieren. Ja, es ist auf alle Fälle, man sieht es da, aber man sieht halt auch, dass natürlich die eigenen kleinen Bogenschützen, die da markiert dran sind, dass die natürlich nicht die kleinste Möglichkeit haben, auch nur im Ansatz irgendwie ein bisschen Land zu gewinnen. Und selbst wenn die das täten, ja, jetzt hat er nochmal 7 Mann, glaube ich, ausgehoben. Die sind hochintelligent, die laufen nämlich vom Dorf einmal durch, direkt in die Gegner rein. Das ist wundervoll, wie man das sehen kann, da richtig schön an der Seite. Ja, die werden abgefangen von Milizen, die sich da auch im Wald verstecken. Und sind wir mal ganz ehrlich, selbst wenn die in irgendeiner Form,
ja, da durchgekommen wäre, dann sind es 7 Leute. Das funktioniert nicht. Man kann auch, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt sieht man, wie die Bogenschützen zurücklaufen. Ja, die sind deutlich breiter gefächert aufgestellt. Ja, man sieht jetzt auch, wie die eigenen Bogenschützen langsam mehr und mehr dahin gerafft werden. Ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ja, denn, und dann aus reinem Frust schickt er alle seine Leute rein, weil, boah, das ist wohl notwendig, das muss wohl so passieren. Warum? Ich habe absolut keine Ahnung, warum das so passieren muss, wie der das jetzt tut. Aber es ist so, und dann, wenn die letzten Leute weg sind, dann geht's drauf, dass das Dorf niedergebrannt wird. Ja, das kann man jetzt noch nicht sehen. Jetzt sind die aufgelöst, jetzt brennen die und jetzt wird das Dorf niedergebrannt. Was ein bisschen störend ist, ist, wenn man sagt, okay, dann möchte ich wenigstens noch zugucken, wie mein Dorf gebrandschatzt und geraubt wird und die Leute niedergemäht werden. Also immer wenn ein Feind von irgendjemandem gesehen wird, wird das Spiel wieder verlangsamt. Ja, das sieht man da auch relativ gut. Man kann immer wieder die Trompete hören, dieses Drrrr. Das bedeutet, dass da jemand einen feindlichen Trupp sieht und dadurch auch immer wieder das Spiel verlangsamt wird. Also ich könnte euch jetzt nicht mal mehr das Ende zeigen, weil auch die Tage bis die Schlacht um Immenreuth zu Ende ist, dauert jetzt noch 46 Tage irgendwann. Ich glaube, zum Ende hin sind 26 Tage. Ja, also er guckt sich das auch noch relativ lange an, dieses Schauspiel. Was nicht mehr in der Aufnahme ist, das kann ich euch aber erzählen, ist, dass er im Nachgang, also als die Aufnahme dann beendet war, herausgefunden hat, er hätte dem Fürsten einfach schreiben können und sagen können, hey, ich möchte mich da bitte rausziehen. Und ja, das habe ich tatsächlich dann noch ausprobiert. Ich habe dann auch versucht, ob man die Siedlung nochmal hochkriegt. Ich habe sie persönlich nicht mehr aufgebaut bekommen. Ja, ist alles ein bisschen schade, aber guckt euch das noch gerne an. Ja, schaut euch das noch an bis zur Verabschiedung. Es sollte nicht mehr allzu lange dauern. Ein paar Sekunden sind es, glaube ich, noch. Aber die Verabschiedung von ihm kommt und dann geht's wahrscheinlich in die zweite Staffel und von mir jetzt aus dem Off. Ciao! Aber meine Lieben, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns wohl beim nächsten Anfang wieder. Bis dahin. Und ciao!